Wir sind nach wie vor mitten in einem Prozess, der immer nur einzelne Aspekte zutage bringt oder von dem man immer nur einzelne Aspekte sehen kann, dem Massenstreikprozess. Ich will dafür heute ein paar Minuten verwenden, denn es wird in den Medien nicht viel darüber berichtet und die meisten führenden Köpfe, ob es in den Medien oder in der Politik sei, haben momentan leider nicht den Grips, um das überhaupt verstehen zu können. In den USA zum Beispiel sind nicht nur in Wisconsin und Ohio, sondern in Massachusetts, in Rhode Island, in New York, in Washington DC, in Texas, in Kalifornien Menschen auf der Straße. Und zwar nicht nur irgendwelche Leute, sondern es sind vor allen Dingen Lehrer. Und das ist ein ganz wichtiges Indiz, denn Lehrer sind diejenigen, die sich ausschließlich mit der Zukunft beschäftigen. Es gibt für den Lehrer eigentlich nichts außer der Konzentration, aus Menschen eine Zukunft zu machen und Menschen eine Zukunft zu geben. Und wenn sie eben nicht nur wie bisher Bleistifte oder Schulbücher oder Federtaschen für ihre Schüler aus eigener Tasche bezahlen, sondern auch noch das Abendessen, damit die überhaupt was im Magen haben, wenn sie nach Hause gehen, dann können Sie sich sicherlich vorstellen, dass die Situation nicht mehr tragbar ist. Und das ist ein ganz entscheidendes Element, dass man eine Situation, mit der man vielleicht jahrelang gelernt hat zu leben, jetzt nicht mehr akzeptiert. Es ist eine Sensibilisierung, die stattfindet, die zum Beispiel auch in Deutschland 50.000 mindestens Doktoranden und andere Akademiker auf die Palme gebracht hat, wegen dieses lächerlichen Betruges von Herrn zu Gutenberg. Ähnlich verhält es sich aber auch mit dem E10. Ich komme auf Deutschland nochmal zurück, denn es ist ja, Sie haben ja auf unserer Webseite gesehen, dass wir von Anfang an gesagt haben, die Proteste in Ägypten sind entstanden wegen Nahrungsmittelpreisen. Das war dasselbe in Tunesien, dasselbe in Algerien, in Indien übrigens auch. Nun, der italienische Finanzminister Tremonti hat vor einem Tag oder vor zwei Tagen in Istanbul gesprochen und dort darauf hingewiesen, dass das der Fall ist. Er hat eben auch gesagt, ich habe das vor drei Jahren, 2008 schon gesagt, bei einem G8-Gipfel, und habe damals vom IWF die offizielle Stellungnahme erhalten, diese Nahrungsmittelspekulation, die gäbe es gar nicht. Das ist natürlich lächerlich, der IWF hat sich inzwischen auch völlig selbst diskreditiert und das auch noch attestiert. Aber der Punkt ist da, es ist der Fall. Die Gefahr besteht nicht nur, dass eben das sich ausbreitet, sondern wie wir in Ägypten sehen, dass die Situation eben auch an Stabilität von alleine nicht zunehmen wird. Das, was wir jetzt wissen, ist, dass Menschen in Ägypten, in Alexandria, das Hauptquartier des Geheimdienstes dort gestürmt haben. Es gab also auch unheimliche Auseinandersetzungen mit Tränengas, mit Geschossen, mit Molotow-Cocktails. Und die haben gesagt, dass dort von Anhängern des alten Mubarak-Regimes versucht worden ist, Akten und Dokumente aus dieser Zeit zu vernichten. Das wird sicherlich in Deutschland einige Leute daran erinnern, was hier im Frühjahr 1990 in der Normannenstraße in der Stasi-Zentrale in Berlin passiert ist. Ich sage das nur deswegen, weil der Prozess in Ägypten ist ein Prozess, der im Gang ist, der ist nicht stabil und der braucht jetzt vor allen Dingen eine positive Antwort. Und die Leute dort brauchen zuallererst Nahrungsmittel, sie brauchen wirtschaftliche Entwicklung, denn wirtschaftlich ist Ägypten sehr schwach. Die Tatsache, dass das Einkommen von Arbeitern im Ausland, wie zum Beispiel in Tunesien oder Libyen, jetzt auch noch ausfällt, dass sie nach Ägypten zu ihren Verwandten geschickt hatten, macht die Sache nicht besser, sondern dramatischer. Und da kann die einzige Antwort nur sein, es muss wirtschaftliche Entwicklung passieren. Der italienische Minister Frattini hatte ja einen Marshallplan vorgeschlagen für Nordafrika. Das ist absolut unterstützenswert und ich kann Ihnen sagen, dass Sie auf unserer Webseite in den nächsten Tagen eben auch einen Film sehen werden, der das Programm für Afrika näher beleuchten wird. Wir haben diesen Film bereits in arabischer Sprache in Zirkulation im Internet und arbeiten jetzt an der deutschen Version. Aber es wird sicherlich einige von Ihnen sehr überraschen, was dort zu sehen sein wird. Nun, hier in Berlin hat der damalige Finanzsenator Sarrazin, ich glaube im Dezember 2002, auf einer Veranstaltung in der Urania gesagt, wir müssten 10 Jahre lang ganz dramatisch sparen, damit überhaupt das Schuldenwachstum aufhören würde. Also mal ganz abgesehen von den Zinsen, die wir davon zahlen, oder ganz abgesehen von den Folgen, die diese Sparpolitik haben wird für die Feuerwehr, für die Polizei, für die öffentlichen Angestellten im Bundesland Berlin. Und auch hier ist eben die Situation ganz offensichtlich. Dieser Kurs kann nicht weitergefahren werden. Die Entscheidung wird in gewisser Weise aus Berlin kommen, wenn auch nicht aus dem Finanzsenat. Aber die Regierung sitzt hier und von der Regierung müssten entscheidende Schritte jetzt gegangen werden. Hin zu einem Trennbankensystem, hin zu einem Kreditsystem, damit die Schuldenlast weg kann und wir ja, die Kapazitäten aufbauen können, die notwendig sind, um die Welt aus dieser Krise heraus zu produzieren. Denn eine andere Lösung gibt es nicht. Vielen Dank.